Servus Leute, willkommen heute vor dem Gebäude bei unserem Reha-Partner bei Terresport. Wir werden jetzt gleich mal reingehen und eine kleine Reha-Einheit absolvieren. Auf geht's! Danke, ja. Alles in Ordnung. Wird wieder, ja. Der Honzi hatte leichte Probleme in der Oberschenkelmuskulatur und deswegen war er heute bei uns, hat mit unserem Physiotherapeut Dirk Schmidt ein spezielles Training gemacht, das nennt man Neuroathletiktraining. Also 1987 wurde das Reha-Zentrum Terresport in Biggenbach im Jagdschloss eröffnet. Wir haben damals schon mit den Lilien zusammengearbeitet, haben also alle Aufstiege, aber auch die nicht so schönen Episoden miterlebt. Und in 2010 haben wir dann das Reha-Zentrum in Darmstadt aufgemacht und dann auch die Zusammenarbeit intensiviert, indem wir einen Physiotherapeut Vollzeit abgestellt haben für die Lilien. Das war der Dirk Schmidt. In Biggenbach, das Besondere ist, dass wir hier das Schwerelos-Laufband haben. Deswegen kommen Spieler, wenn sie laufen müssen, obwohl sie eigentlich nicht belasten dürfen, dann können sie im Schwerelos-Laufband wie auf dem Mond laufen. Er fängt an zu schwitzen, wir hören jetzt auf. Cut. Ja, die Vernetzung der Dirk Schmidt. Einmal in der Woche geht er immer noch zu den Lilien. Da geht es hauptsächlich um nach den Spielen, wenn die Spieler so regenerativ behandelt werden müssen, dann geht er da noch hin. Also der Kontakt im Stadion mit den anderen Physiotherapeuten besteht weiterhin auch noch sehr eng. Und von daher ist das eigentlich super. Ne?